Hallo und herzlich willkommen. Heute geht es um den Maßstab. Strecken werden oft verkleinert, bei einer Landkarte zum Beispiel oder bei einem Globus, oder vergrößert dargestellt. Hier eine Landkarte und zum Beispiel bei der Vergrößerung hier das Bild eines Flohs in vergrößerter Darstellung. Der Maßstab gibt also an, wie lang die Strecken in Wirklichkeit sind. Wir schauen uns zunächst das Verkleinern an. Ein Maßstab 1 zu 100 bedeutet, dass 1 cm auf der Karte in Wirklichkeit 100 cm sind. Also auf dem Plan 1 zu 100. 1 Zentimeter ist in Wirklichkeit 100 Zentimeter. Messe ich also auf dem Plan zum Beispiel 5 Zentimeter, so sind das in Wirklichkeit 500 Zentimeter. Hier komme ich mit einer Multiplikation von 5 von 1 nach 5 Zentimeter und ich muss auch in der Wirklichkeit diese Strecken dann multiplizieren mit 5. Ein Zentimeter entspricht also dann in der Wirklichkeit einem Meter. 5 Zentimeter entsprechen dann 5 Metern in Wirklichkeit. Wie sieht es mit dem Vergrößern aus? Der Vergrößerungsmaßstab 20 zu 1 bedeutet, dass 20 cm auf der Karte, also 20 cm auf dem Bild, sind 1 cm in Wirklichkeit. 20 zu 1 auf dem Bild 20 cm sind in Wirklichkeit 1 cm. Messe ich also auf dem Bild zum Beispiel 5 cm, ist das in Wirklichkeit nur 0,25 cm. Von 20 nach 5 komme ich, indem ich durch 4 dividiere. In Wirklichkeit, diese Strecken muss ich auch durch 4 dividieren. Das heißt, 5 cm auf dem Plan entsprechen in Wirklichkeit 2,5 mm. Dein Eintrag ins Schulheft ist der folgende. Du kannst das Video nach Belieben starten und stoppen.